Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Scheiße. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja, Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Danke, willkommen, willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband abends. Initiation One. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Wer weiß? Wer weiß? Okay, jetzt bin ich mit ihm unterwegs. Alles klar. Haben wir eine Taschenlampe? Nein. Okay. Die Spiegelungen sehen nicht so schön aus. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Woo. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben.
Ich, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Didam. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writer's Room gefangen und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Und er verschwand. Hallo? Würde ich meinen. Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Okay, da war die Band. Ich glaube, das war auch Gods of Asgard. Okay, ich denke, ich soll da lang. Okay, was genau das jetzt hier macht, weiß ich auch nicht. Okay. Er ist halt so Backstage, das bringt mir jetzt herzlich wenig. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe ihn ja ein Buch namens Initiation geschrieben. Noch nicht. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Oder ist er wirklich der Doppelgänger? Zu Mr. Door gibt es auch eine Anspielung. Boah, war das in Control, aber auch in... Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Meine Interpretation von viele Worte. Dr. Casper Darling. Kennt man natürlich. Mir was anderes einfallen lassen für die Heilung. Okay, Casper Darling, der gute Doktor, den wir gesucht haben in Control. Hey, jemand hat mich eingesperrt. Hallo. Scheiße, jetzt muss ich den Code selbst finden. Haben wir schon irgendwie schaffen. Oh, Gods doch. Of Asgard. Der Name klingt vertraut. Neighbor of the Beast 665.
Okay. Ist das vielleicht der Code, den wir brauchen? Ja. Boah, so eine Taschenlampe wäre schon nice. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Ja, die Frage ist, ist er noch im Dunkel? Ist er wirklich draußen? Ist das jetzt einfach nur, oder ist das, wo er noch im Dunkel war? Man weiß es nicht. Was das hier zu bedeuten hat. Echt scheiße dunkel, ne? Es kommen. Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Die Hütte. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen, Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Und das hat er wohl getan. In der Talkshow dachte ich, ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort, ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was sie schrieb, beeinflusste das, was draußen war. Ich versuchte, eine Geschichte zu schreiben, um diesem Ort zu entkommen. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ mich nicht vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Ich bin mir nicht sicher. Boah, wie war das denn nochmal in Control? Man hatte das ja im DLC, dass man ihn finden muss. Und ich glaube, da hat er nicht da auch gesagt, er schreibt, um dem Einhalt zu gebieten, irgendwie sowas? Wir werden sehen, was passiert, ne? Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Das ist jetzt vorbei. Okay. Eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen.
Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestsellerautor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Na dann. Here we go again. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Was? Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp. Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Er macht auch immer dieses Gesicht von Max Payne, ne? Okay, find einen Weg raus. Lässt man uns raus? Das ist hier die Frage, ne? Old Gods of Asgard. Immer noch 665. Gucken wir hier nochmal rein, aber es wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Ja. Okay. Nee, warte mal. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt's ja nicht. Das ist aber falsch. Okay. Muss ich hier vielleicht nach einer Zahl suchen? Die Uhr, maybe. 102. Wenn du hier reingehst, ah, 565, okay. Das habe ich mich noch nicht probiert. Okay. Okay, dann nochmal. Diesmal geht der Fernseher nicht. Das ist Monika.
Man kennt's. Okay, kann ich nicht einfach hier raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Na dann, wir gucken hier weiter. The same way. Du musst nur die Tür aufmachen, Alan. Hallo? Der Hausmeister. Das habe ich aber schon gesehen, dass der hier einen Gastauftritt hat. Finde ich eigentlich ganz nice. Weil der auch ein bisschen mysteriös ist. Ist ja nicht einfach nur Hausmeister. Der ist, glaube ich, ein bisschen mehr als das. Da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Die Stimme ist anders. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Arti, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Okay. Ja gut, der Hausmeister ist auch so ein Fall für sich, sag ich mal. Talkshow-Studio. Der Keller ist aber hier. Okay. Kann ich mich jetzt hier komplett umgucken? Wahrscheinlich, ne? Okay, das ist nämlich die Tür. Die konnte ich vorher nicht öffnen. Hier muss ich eigentlich auch gar nicht lang. Mann, ich will nicht hier rein. Eigentlich müsste ich hier irgendwo lang. Okay. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, um hier hinzukommen. Hier ist gesperrt. Green Room. Lobby. Achso. Mal einfach die auf.
Ab geht's in den Keller. Ich denke, wir werden da... Ach du Scheiße, Alter. Ja, mach doch Licht. Man sieht nichts. Geh mal davon aus, wir finden hier eine Taschenlampe. Irgendwas, was uns Licht gibt. Hübsch. Eine da ist der Schuhkarton. In einem Schuhkarton. Hat der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Da ist er. Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Jo. Mal gucken. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Hm? Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Sein Zauberei. Licht öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Okay, das kannst du jetzt aber hier. Okay, das kannst du jetzt, glaube ich, nur hier dann wieder benutzen, ne? In der Nähe. Interessant. Aber wofür ist das? Verstehe ich nicht. Ich meine, ja, kann ich hier machen, aber der zeigt mir das ja immer noch an. Wahrscheinlich, da, okay, wenn ich in der Nähe bin, dass ich halt weiß, yo. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Verrückt. Hä? Okay, sehr dumm. Sehr gut. Okay, muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, damit rumzuspielen und herum zu experimentieren. Wenn immer wir das Symbol sehen. Alter, es ist teilweise so scheiße dunkel. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum, nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst, er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen, ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben, zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Titelende. Starkes Stück an der Stelle. Musik machen wir wieder aus. Können die hier anmachen. Es ist wieder eine komplett verworrene, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Um und mit Alan Wake und seinen Wirrungen und Irrungen im Geiste. Wo uns das Ganze hinführt, werden wir sehen. Das ist jetzt ja
Also für die Leute, die das Spiel schon kennen, natürlich, die wissen das, aber für alle anderen noch nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir an der Stelle Schluss machen. Wir sind jetzt ungefähr, ja, 4 Stunden im Game, das reicht. Kann ich nämlich noch ein paar andere Sachen machen jetzt. Mit dem Hund raus, etc. pp. Und ja, ist eine verrückte Geschichte auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich und hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei, wenn Alan Wake versucht, aus seinen Albträumen zu entkommen oder halt alles aufzuhalten oder ich weiß es nicht genau, was er überhaupt versucht. Und wenn Saga dem allen auf den Grund geht und ja, dem näher kommt. Und ich gehe mal, würde ich jetzt erstmal sagen, davon aus, dass Alan Wake, das, was wir mit ihm spielen, das ist, bevor er wieder rauskommt. Oder auch nie, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Aber das werden wir sehen. Ich bedanke mich. Und würde sagen, Nüsschen aufs Küsschen. Nee, Küsschen aufs Nüsschen. Nee, andersrum. Irgendwie wird schon richtig sein. Vielen Dank, haut rein, schönen Sonntag. Gute Nacht.